Tagsüber ist die Stadt meist grau, aber nachts entfaltet sie Glitzer und Glanz. Neonlicht, wohin man sieht. Las Vegas bei Nacht ist immer einen Bummel wert. Las Vegas liegt im Lichtermeer und wir denken an die Stromgewinnung am Hooverdamm. Aber dann am Abend die Siegfried und Roy Show. Der letzte, aber unglaublichste Höhepunkt unseres Trips. Wir haben zufällig einen Tisch bekommen, der direkt an der mittleren Bühne ist und können die Show hautnah erleben, aber leider nicht filmen. Die beiden Jungs aus Rosenheim und Bremerhaven sind hier die Spitzenklasse der Showgrößen. Seit über 30 Jahren arbeiten sie hier mit ihren weißen bengalischen Tigern und anderen Raubtieren. Über 20 Millionen Besucher haben ihre Show bisher live gesehen. Darunter sind wir jetzt auch. Auch einen Vulkanausbruch und andere kostenlose Straßenshows können wir verfolgen. Nicht nur die Stromverschwendung ist gigantisch, auch der Wasserverbrauch ist enorm. Künstliche Bäche und Wasserfälle beleben das Straßenbild. Das Harrah's ist eines der altehrwürdigen Hotels am Platze. Das Sands Hotel und Casino hat morgen seinen letzten Tag. Es wird geschlossen und abgerissen. An seine Stelle wird mit über 5000 Zimmern das Venetian aufgebaut und das MGM als größtes Hotel der Welt wird dann abgelöst. Selbstverständlich machen wir einen Zockerbummel durch verschiedene Casinos, wobei uns das Mirage am besten gefällt. Die allabendliche Lasershow am überdachten Fremont Street Experience haben wir leider verpasst. Auch hier gibt es Glühbirnen über Glühbirnen und das Golden Nugget Hotel erstrahlt in goldener Pracht. Man kann wirklich kaum glauben, wie viel Energie für diese Straßenzüge und die Hotels aufgewendet werden muss. Und wie viele Elektriker hier beschäftigt werden, um das Ganze fehlerfrei funktionieren zu lassen. Am letzten Tag wird noch das MGM Grand, das zurzeit noch größte Hotel der Welt, mit 5005 Zimmern besichtigt. Im Innern ist alles der Filmszene nachempfunden. Das Märchenschloss Excalibur ist an der Reihe. In der Traumfabrik Las Vegas wird nicht lange über Märchen geredet, hier werden Märchen gemacht. Ein neues Hotel entsteht gerade mit der Skyline von New York. Der Obelisk des Pyramidenhotels Luxor fällt uns noch ins Auge. Luxor ist ein altägyptischer Ort und heißt übersetzt Paläste. Vor der Hotelpyramide wacht seit 1993 eine Sphinx aus Kunststoff. Am Eingang wird man von amerikanischen Ägyptern empfangen. Die dritthöchste Pyramide der Welt ist 107 Meter hoch und somit nur 40 Meter kleiner als die große Pyramide von Gizeh. Danach fahren wir zum Flughafen. Ein Bonbon am Rande,
Deutschland ist gegen Tschechien mit Bierhoffs Golden Goal Europameister geworden. Gerade als Toni am Flughafen mit Bärbel telefoniert. Also live dabei. Das ist Timing und ein guter Abschluss dieser tollen Reise.